grüße euch, herzlich willkommen. Ja, meine Stimme ist seit, ich weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, die ist nicht so. Aber ich kann ja auch nicht die Klappe halten, ne? Also, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Heute wird wieder geputzt, nachdem wir Weihnachten dekoriert haben und Plätzchen gebacken haben, ein bisschen über den Weihnachtsmarkt liefen. Ja, und tatsächlich habe ich auch in der Zeit überhaupt nicht abgestaubt. Und ratet mal was, wir sind nur noch am Niesen und am Schniefen. Und dann kommt das alles zusammen mit noch zusätzlichen Erkältungen, die wir haben. Und ja, ganz toll. Also wird es Zeit. Da ich ja wirklich ein Haus zu putzen habe, werde ich das aber auch aufteilen, weil es wird ja auch früh dunkel. Das heißt, ich schaffe jetzt nicht ein komplettes Haus. Und in letzter Zeit ist es auch sehr wolkig draußen und grau draußen, wie es halt so ist. Ja, und deshalb, und viel zu tun. Ah, ich habe durch die Woche viel zu tun. Arztbesuche, hier Besuche. Ja, nochmal Eltern-Lehrer-Kind-Gespräche werden jetzt noch im Dezember sein. Der Kleine wird operiert, der kriegt die Polypen raus. Röhrchen in die Ohren, die Mandel verkleinert. Das hatte ich schon bei den anderen beiden. Also der Große, der Jamie hatte das schon. Aber nicht die Mandeln und genauso wie die Hayley. Hayley hat es auch, aber auch nicht die Mandeln involviert. Und der Kleine wird operiert am 10. Dezember. Und ja, dann müssen wir diese Woche nochmal zum Doktor für die OP-Fähigkeit. Das heißt, er wird dann abgehört und Blutabnahme gemacht. Eventuell. Normalerweise muss man das in dem Alter nicht machen, aber ich überlege es mir noch. Man kann es, man muss es aber nicht, wenn jetzt keine Blutergeschichte oder sonst irgendwas ist in der Familie. Aber nun gut, was sein muss, muss sein. Der Kleine quält sich seit Jahren und ja, und im Moment, so wie es aussieht in unserer Gesundheitsversorgung in Deutschland, müssen die Kinder mittlerweile auf ihre OPs 1 Jahr warten. Ja, so ist das. Ja, aber naja, wir haben es jetzt geschafft und ich hoffe nur, dass er nicht krank wird bis dahin. Also erkältet hat er sich, aber das ist bei ihm ja wie so ein Dauerzustand. Schnarchen tut er auch, wie so ein alter Mann wirklich so richtig. Und dann hat er auch Atemaussetzer, hat immer den Mund auf und so. Also ja, naja, und wenn er sich erkältet, ist es noch schlimmer. Dann hat er ja Flüssigkeit hinterm Trommelfell. Das heißt, er hört, jetzt macht ihr Mann mit, wenn ihr euch die Ohren zuhält, so hört er die ganze Zeit. Die ganze Zeit konstant hört er so. Und wenn er erkältet ist, ist es noch dichter, weil die Flüssigkeit hinterm Ohr kann nicht abfließen durch die Polypen oben, genau, durch die Rachenmandel, also die Polypen, ne? Und ja, und die sind verdickt und dadurch fließt nichts ab. Und dadurch, wo er dann hinten noch die verdickten Mandeln hat, und die küssen sich, nennt man auch Kissing Tonsils, also im Prinzip berühren die sich. Und dadurch, man entfernt die nicht gerne bei kleinen Kindern, weil die brauchen ja noch Schutz für Immunsystem und so weiter. Man macht es eher erst im Teenageralter, wenn es sein muss, oder im Erwachsenenalter, und bei den kleinen Kindern wird es noch verkleinert. Genau, und da ist auch die Nachtblutung nicht so stark. Und dann muss ich noch mit ihm eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Einfach nur wegen der Narkose, die er hat. Der wird ungefähr 1 bis 1,5 Stunden operiert. Ja, mal schauen. Naja, das war's. Und das alles noch vor Weihnachten. Aber Gott sei Dank vor Weihnachten, also. Und ja, dann darf er 10 Tage nicht raus an die Luft, auch nicht zur Schule. Das heißt, er wird wahrscheinlich erst zur Schule gehen am letzten Tag vor den Ferien. Naja, aber wir schauen einfach mal, wie so der Heilungsprozess ist. Kann auch sein, dass er schon nach 8 Tagen in die Schule darf, aber 7 Tage muss er auf jeden Fall vollständig zu Hause bleiben. So. Nächstes Thema, ich wollte es eigentlich nicht so breitschlagen, aber naja, es ist leider so. Deswegen bin ich jetzt gerade wirklich in Action-Modus, konstant. Hier Klinikbesuch, hier der Termin, dann hier Zahnarzt, hier Kieferorthopäde, hier das, ganz toll.
Ja, und bevor wir anfangen zu putzen, jetzt ist das hier schon 5 Minuten, aber ich zeige euch schon was. Ich habe mir nämlich was gekauft und zwar im Tacos waren ja jetzt Black Week. Ja, genau, die Black Deals, also Black Week Days, whatever, Black Friday und so. Da waren wir im Taco, weil die Hailey, die hat noch ein paar Pullis gebraucht, aber ja, genau, und dann haben wir ihr die geholt und dann waren wir noch im Deichmann und haben ihr noch ein paar warme Stiefel geholt, weil die hat keine, die ist rausgewachsen seit letzten, also von dem letzten Jahr her. Und da haben wir auch 50% gekriegt. Wir hatten Land Rover Stiefel für sie geholt. Ganz toll, voll, richtig warm, bis an den Zehen gefüttert. Und die kosten normalerweise 50 Euro, aber wir haben sie für 25 gekriegt, also super Deal. Dann noch zwei Pullis vom Taco. Da haben wir auch jeweils 30% drauf bekommen. Und da haben wir noch einen Igor was gekauft, auch zwei Pullovers. Einer davon kriegt er aber zu Weihnachten von mir. Auch sehr, sehr schön. Und mir habe ich, ich hab schon Jahre kein Hoodie mehr gehabt, ne? Also Kapuzenpullover. Jahre nicht mehr. Und ich wollte unbedingt einen haben. Und mir fiel das dann ein, endlich mal, als wir tatsächlich im Taco waren, habe ich gesagt, oh, ich brauche Hoodie. Ich will auch Hoodie. Und da wir ja die Rabattcoupons haben, die habt ihr ja, also wenn ihr die App habt, habt ihr die ja auch regelmäßig. Und die wollte ich euch gerade mal zeigen. So. Ich habe sie mir in zwei Farben geholt. Und zwar einmal in diesem Beige und einmal in so einem Mint. Ich hoffe, das sieht man gut. Das kommt rüber. Und die sind so schön weich und also ganz toll. Und die haben jeweils original 13 Euro gekostet. Aber ich habe darauf auch jeweils 30% drauf bekommen. So, und die zeige ich euch jetzt angezogen. Genau. Gerade einen Moment, ich muss mich umziehen. Leute, ja, bisschen Privatsphäre bitte. So, also wie ihr sehen könnt, sieht ganz toll aus, ist auch total weich hier, fühlt mal. ja, da ist auch so Teddystoff drin. Da könnt ihr sehen. Also wirklich weich. Dann für die Hände, um reinzutun. Und natürlich hier schön zum Warmhalten. Und ich finde die wirklich richtig, richtig schön. Ja, und in Minz sieht es auch so schön aus. Und passt richtig super. Das ist jetzt Größe M. Und ihr seht, es ist schön locker und frei. Ganz, ganz toll und gemütlich. Und hier seht ihr auch das Mintgrün. So sieht das aus. Es ist schön weich und nicht eng. Ihr wisst, ich mag einfach breit. Ich mag einfach lockere Sachen. Immer nicht so figurbetont. Ich war schon immer so. Und ja. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Welche Farbe gefällt euch am besten? Sagt es mir mal. Also ich finde beide schön, weil ich mag schon so ein bisschen Pastellfarben. Grün ist sowieso so meine Lieblingsfarbe. Und ja, aber jetzt machen wir uns mal ran an die Arbeit. Ihr seht, ich habe hier schon das Bett abgezogen und die Waschmaschine läuft auch schon. Und jetzt wird es Zeit abzustauben, das Bad zu putzen und zu saugen und zu wischen. Heute wische ich mal händisch und desinfiziere mal. Mache dann noch ein bisschen Desinfektionsmittel rein. Einfach mal so, weil es einfach mal nötig ist. Ja, genau, dann machen wir das mal. Ich ziehe mich nur noch um, mache die Zettelchen hier ab. Und dann geht's los. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Nikolaustag. Denn als ich das Video aufgenommen habe, war noch kein Nikolaus, aber hier beim Voiceover ist Nikolaus, kann ich ja drüber sprechen. ja, nochmal zum Update wegen dem Kleinen. Wir waren beim Arzt und da sich übers Wochenende leider erkältet hat, ist es so, er hat Husten. Sie gibt jetzt noch nicht ihr Go für die für die Apotheke, für die OP, für die Operation.
Sie möchte ihn am Montagmorgen nochmal sehen und abhören und dann erst wird sie ihr Go geben, wenn alles in Ordnung ist. So, also wünscht uns Glück. Hier könnt ihr sehen, ich fange wie immer im Schlafzimmer an. Ja, einen Tag habe ich da, also ich habe keinen Tag dafür gebraucht, aber das war der erste Tag, wo ich was gemacht habe. Und dann am nächsten Tag ging es dann weiter. Hier schaue ich Chicago Med. Ich liebe es, das ist auf Wow. Und ja, das ist die 9. Staffel, die da reinkam und die habe ich mir jetzt angeschaut. Und das Ende war wie immer ein toller Cliffhanger. Ich weiß nicht, was schaut denn ihr für Shows? Sagt es mir mal unten in den Kommentaren oder könnt ihr was empfehlen, was ihr gerne schaut. Und ja, ansonsten, ja, fangt an, macht mit oder ihr könnt mir auch zuschauen. Jetzt dann genießt mal das Filmmaterial und die Musik. Und ich komme dann gleich zurück zu euch. Also ich wollte jetzt mich auch nochmal entschuldigen, weil ich bin erkältet. Aber ich meine, es ist Dezember, ne? es ist kalt, dann kommt wieder ein Föhn und dann weißt du nicht, wie du dich anziehen sollst. Mütze ja, Mütze nein. Naja, egal. Auf jeden Fall, wir sind jetzt im Bad und ich bin fast fertig. Und dann wird gesaugt und gewischt. Wie gesagt, ich werde auch händisch wischen die ganze Zeit. War auch mal wieder Zeit. Und auch da zu wischen, wo mein Saug- und Wischroboter nicht hinkommt. Und ja, aber ich habe mich gefreut, weil das Haus hat so toll gerochen. Wenn es einfach immer frisch sauber ist. Und da ich in meinem Essigreiniger ein bisschen Essig habe, Wasser habe, 20 Tropfen von Zimt und 10 Tropfen von süßer Orange. Und ich habe schon öfters erwähnt, aber für alle, die neu sind, hallo, herzlich willkommen. ist es so, dass ich nur 100% natürliche Öle benutze. Und ja, und die habe ich dann in dem Spray mit rein. Und ja, und es hat so lecker gerochen. Wirklich wie auf dem Weihnachtsmarkt. Thank you.
So, Desinfektionsmittel für Oberflächen tue ich in den Putzeimer. Ich wollte es auftreten, dann habe ich gesehen, ah nee, da ist ein Schnapper. Den kann man dann so aufschnappen. Dann habe ich mit rein ein bisschen von meinem Essigreiniger und noch ein bisschen Spülmittel. Warum, ich hatte keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber es war gut, es war gut. Zitronenduft war noch dabei. So, und so sieht das Ganze aus. Das Bett ist gemacht, alles schön abgestaubt und gestaubsaugt und gewischt. Und es riecht einfach gut. Und dann sah das so schön aus. Gemütlich. Und das ist so eine Decke, eine normale Wolldecke, aber die habe ich jetzt als Tagesdecke genommen. Und weil ich die einfach schön finde. So, und das ist jetzt der nächste Tag. Jetzt mache ich in Kobis Zimmer, also generell kommen die Kinderzimmer jetzt alle nacheinander dran, bevor es dann ins Wohnzimmer geht. Genau, also erstmal oben Schränke abwischen und abstauben. Also generell würde ich immer sagen, von oben nach unten immer alles machen, damit zum Schluss, wenn du saugst und wischst, dass da dann wirklich der Dreck von oben, oder meistens ist es ja Staub, von oben runterfällt, dass das dann mit ja, sauber gemacht wurde. Ja, und jetzt sind wir auf der Schreibtischseite. Wir haben die Fensterbank sauber gemacht und jetzt hier, so gut es geht. Ja, auf jeden Fall bin ich auch froh, hier gewesen zu sein in Kobis Zimmer, genauso wie bei den anderen. Kobis Zimmer ist generell immer sauberer als die anderen beiden, weil, ich meine, die machen ihre Sache toll, die zwei Großen, machen meistens ihr Zimmer sauber, soweit ist es gut, aber die gehen ja jetzt nicht wirklich in die Ecken oder so richtig mal die Couch wegschieben oder so, oder das Bett, und deswegen habe ich gedacht, während sie in der Schule sind, dann muss da unbedingt die Mama mal durch. Aber sie waren dankbar, sie haben sich bedankt, sie sind immer dankbar. Alle drei sind sie immer sehr dankbar und bedanken sich und freuen sich auch. Also den drei kann man eine Freude machen, nur durch Kleinigkeiten. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich auch so dankbare Kinder habe. So, also hier ist es zum Beispiel so, dass ich wirklich hier unten drunter weggeschoben habe, die Kisten rausgeholt habe und es sah so aus bei den Kindern.
Entschuldigung, Telefon. Ja, so sah das Ganze aus. Und ja, also da habe ich auch wochenlang nicht sauber gemacht. Ja, weil ich das leicht immer vergesse. Das ist auch so was, wo, so ein Ort, wo ich einfach vergesse. Aber ich habe diesmal dran gedacht. Und gut, dass ich es getan habe. Ja, also Teppich gesaugt und Boden gesaugt und dann wurde gewischt. So, und jetzt geht's weiter in Töchterchen ihr Zimmer, der Hayley ihr Zimmer. Und da habe ich auch das Bett weggeschoben und hinten auch die Leisten und so habe ich überall abgewischt. Bei allen dreien habe ich das gemacht. Ja, und da war sie auch dankbar und froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe auch ihre Matratze zusätzlich noch gesaugt und ich habe die auch umgedreht und auf der anderen Seite gesaugt. Aber Matratzen generell sollte man immer mal umdrehen, damit man auch mal auf der anderen Seite ja, drauf schläft. Und auch zum Lüften ist es gut. Also gerade mal eure Matratze immer mal wieder umdrehen. So, und das ist einer der Pullover, die ich der Hayley auch gekauft habe, im Taco. Und das sieht richtig cool aus. Erinnert mich so an einer College, an so einem College-Pullover. Ja, so, Müll wird geleert und dann habe ich eine frische Tüte später aber erst rein. Und ja, jetzt hebe ich alles auf vom Boden und wische alles ab, was da ist. Die Bilder werden auch abgewischt. Dann Schränke, Bücherregal und der Kleine hilft mir auch dabei. Denn er hat gesagt, Mama, komm, ich helfe dir. Dann bist du auch schneller fertig und es dauert nicht so lang. Ja, da geht immer mein Herz auf dich. Ich finde das total süß. Ja, und da unten hat sie auch nicht richtig sauber gemacht. Und hier sind die Beweise. Ja, so. Und hier werden noch ihre Barbie-Sachen abgestaubt und Puppenwagen. Und hier ihre, wie heißt das, wenn sie sich, Kostümbox, wie heißt die Truhe? Ihre Truhe, da sind ihre ganzen Kostüme drin zum Verkleiden. Ja, sowas macht sie noch. Gott sei Dank. Was du nicht hinkriegst, wisch ich aus.
machst das super. Du machst das ganz toll, Schatz. So, das ist die letzte Amtshandlung hier. Ich habe jetzt den Kobi überall saugen lassen. Natürlich habe ich nachgeschaut. Und dann bin ich hin und habe komplett ihr Zimmer gewischt plus Leisten. Und dann geht es auch gleich rüber in Jamies Zimmer. Und dann haben wir es auch für den Teil geschafft. Ja, also in Jamies Zimmer, der ist halt ein Junge und ein Teenager. Er hält sein Zimmer wirklich richtig sauber, das macht er von sich aus. Aber wenn ich sage abstauben, dann schiebt er zum Beispiel hier den Stapel Bücher nicht weg oder Hefte, diese Schulsachen an der Seite schiebt er zum Beispiel nicht weg oder so. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Entschuldigung, aber mein Handy geht die ganze Zeit. Alle wollen was von mir. Ich weiß nicht warum. Was ist denn heute los, Mensch? auf jeden Fall, ich muss aber mein Handy hier anlassen, weil die Kleine war noch unterwegs. Der Jamie ist heute durch seine Erkältung, ist er heute in der Schule geblieben, zu Hause geblieben. Und ja, und deswegen, ich habe immer mein Handy an, weil die Maus, die ruft mich immer an von unterwegs und sagt, Mama, ich bin gleich da, ich bin da und da, ich bin da und da. Die macht das einfach immer von sich aus, dass sie mich anruft, wenn sie auf dem Weg nach Hause ist. Und das finde ich ganz toll von ihr. Und das vergisst sie nie. Auch wenn sie nur um die Ecke, ist, und dann sagt sie, Mama, ich bin gerade in der Abkürzung oder ich laufe gerade über den Zebrastreifen oder so. Das macht sie immer. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen muss ich ja, immer mein Handy anhaben, wenn sie da noch in der Schule ist oder so, dass ich da auch rangehe, weil das ist mir dann auch wichtig, wenn sie auch so ist von sich aus, das auch immer zuverlässig macht, möchte ich auch zuverlässigerweise erreichbar sein und ja, das Vertrauen muss einfach auch ja, gegenseitig auf Gegenseitigkeit ja, beruhen, weil ja, also wenn man das von Kindern verlangt, ja, dann muss man im Prinzip das Gleiche machen, ne? Weil man ist ja auch das Vorbild irgendwo für die Kinder und da kann man die Sachen nicht verlangen, wenn du selbst das nicht machst. Also von daher hört ihr es jetzt klingeln. Ja, so, also es wurde alles abgestaubt zwischen dem Bücherregal und dem Kleiderschrank. Jetzt gehe ich hin und sauge hier den Teppich. Und gehe nochmal drüber und wische dann auch noch komplettes Zimmer. Und eben habt ihr auch gesehen, wie ich die Couch vorgerückt habe. Ja, alles voller Fusel. Hier ist noch ein Wäschekorb, der steht da bestimmt schon 3 Tage. den hat er immer noch nicht eingeräumt. Ich habe es jetzt mal auf die Couch dann später draufgestellt, dass er es auch wirklich sieht. Und ja, er hat es aber dann gemacht an dem Tag, also als er dann heimkam von der Schule und ja, und dann stellt er immer runter in den Keller den Wäschekorb, ja, in den Waschraum. So, und das war's und dann geht's runter ins Wohnzimmer.
So, und jetzt sind wir im Wohnzimmer. Ich habe mir noch ein bisschen Werbung angeschaut. Ich sammle auch hier erstmal noch die Spielsachen zusammen. Ja, und dann schaue ich mir Werbung an und ein bisschen Katalog, wollte ich sagen. Aber das habe ich gar nicht gemacht. Ich wollte es noch machen. Ah, ich habe es abends gemacht. Werbung ein bisschen durchgeschaut. Entschuldigung. Und habe, ja, und dann habe ich das weggeräumt. Rausgebracht in den Müll und ja, und dann habe ich angefangen, das Wohnzimmer abzustauben, genau, und noch die Spielsachen vom Kleinen wegräumen und dann geht's im Wohnzimmer weiter. So, wenn die Couch sauber ist, ist das gleiche wie die Küche. Wenn die Küche sauber ist, ist die halbe, das halbe Haus fertig. Und ja, und ich habe, wie heißt, ich habe das Gefühl, dass es auch im Wohnzimmer dann auch schon besser aussieht, wenn einfach nur die Couch schon gemacht ist, wenn die Decke gemacht ist und ja, ordentlich ist, die Kissen ordentlich aufgefüllt sind und ja, also das ist nur so mein Gefühl. Auf jeden Fall bin ich hin und habe hier auch abgestaubt, was ich abstauben konnte. Jetzt hier unser Winterwunderland konnte ich jetzt hier nicht so richtig abstauben oben drauf, weil ja die Figuren da drauf sind. Aber dafür konnte ich das hier, ja, und dann habe ich das gemacht und dann bin ich rüber ins Esszimmer, in den Esszimmerbereich und habe da weitergemacht. So, und dann ging es vom Esszimmerbereich hier in den Flurbereich und auch runter, ja, unten im Kellerbereich, Treppenbereich da. Und dann bin ich wieder hoch und bin hier in den Flur rein, habe hier alles aufgeräumt, ja,
und sauber gemacht. Und der Kleine hat mir wie immer geholfen, der kleine süße Mann. Ich wollte noch was sagen. Ach ja, ich habe komplett auch die Stufen gesaugt und gewischt. Ich zeige euch einen Moment noch daraus, weil ich wollte jetzt auch nicht noch hingehen und euch jede Stufe von jeder Etage zeigen. Aber ich habe euch das dann gezeigt. Dann zum Schluss hier im Erdgeschoss, wie ich dann nochmal hochgegangen bin und runtergegangen bin. Also einen kleinen Glimpse habe ich euch dann gezeigt. Und während der Kobi mir saugt, habe ich hier abgestaubt. So, der kleine Mann ist dann hin und hat im Wohnzimmer schon mal ein bisschen gesaugt, während ich dann im Gäste-WC war und habe hier dann auch alles abgewischt, sauber gemacht, Hand hochgewechselt und dann alles wieder hingestellt, genauso wie Toilette geputzt. Ich habe einen frischen WC-Stein rein und hier natürlich die Oberfläche habe ich dann auch sauber gemacht. Und zum Schluss von dem Video seht ihr dann auch, wie schön sauber alles und ordentlich ist. Das zeige ich euch dann. So, und dann bin ich hin und habe erstmal die Stühle ins Wohnzimmer gestellt, damit ich hier noch unterm Esstisch saugen kann. Und dann ging es los mit dem Wischen. Das habe ich dann überall gemacht. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Ja, und dann natürlich noch die Stufen. Und dann war ich auch schon fertig.
So, und jetzt könnt ihr mal schauen, wie das Putzwasser aussah. Ich habe gedacht, es wäre schlimmer, ich bin ganz ehrlich. Aber man sieht, es ist Staub, der da drin ist. Und ja, aber wie sagt man so, it's so satisfying. Also ich war froh, dass ich jetzt mal händisch geputzt habe. Und zum Schluss, ihr Lieben, seht ihr jetzt noch das danach, wie hier. Und genau. Und als wenn ihr das Video fertig geschaut habt, dann gebt mir doch als Emoji ein Rentier oder ein Tier, das so ähnlich aussieht. Vielleicht gibt es ja ein Elch oder so. Ja, dann genießt das mal. Ihr Lieben, wir sind fertig. Ich habe jetzt 2 Tage das Haus gemacht. Ich wollte es eigentlich auf 3 verteilen, aber ich hatte nicht so viel Zeit. Nichtsdestotrotz alles geschafft. Es ist alles schön sauber zum Wochenende, wie es sich gehört. Und da heute für euch Freitag ist, hoffe ich, dass ihr mitgemacht habt, die Motivation gefunden habt, die ihr braucht. Und ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Danke, dass ihr hier wart und eure Zeit mit mir verbracht habt, die Zeit aus eurem Alltag genommen habt für mich. Und ja, von Herzen danke ich euch immer, wenn ihr bei mir seid. Und ja, ich wünsche euch was. Bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Tschüss, macht's gut, eure Jessica.